Wir haben ja noch das Thema Familienparameter. Und die Familienparameter haben im Allgemeinen das Thema, dass wir sagen können, nehmen wir das mal ganz einfach, sagen wir, ich gehe jetzt in die Familie, schaue mir mal die ganzen Parameter an, die wir hier haben. Und selbstverständlich könnte ich jetzt diesem Fenster auch noch Parameter hinzufügen, indem ich ganz einfach sage, neuer Parameter, und es entsteht ein Familienparameter. Und dieser Familienparameter funktioniert analog genau wie der Projektparameter, mit dem einzigen Unterschied, während Projektparameter dafür genutzt werden können, dass sie die Auswertung in der Bauteilliste zulassen, ja eigentlich dazu eigentlich auch benutzt werden von uns und dafür angelegt werden, sind Familienparameter in Bauteillisten und in Beschriftung nicht auswertbar. Das heißt also, alle Familienparameter, die ich dazu nutze, eine Familie zu steuern, sind nicht in Bauteillisten nutzbar. Macht im Prinzip aber auch Sinn, denn die einzelnen Längen der einzelnen Fenster der einzelnen Familien, die brauche ich an keiner Stelle. Ich nutze ganz einfach die entsprechende Bauteilliste, wenn das Element im Projekt verbaut ist. Dann macht das wesentlich mehr Sinn. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, auszuwerten über den Projektparameter, den ich dem Element im Projekt gebe. Anders sieht es bei innerhalb der Familie mit den entsprechenden gemeinsam genutzten Parametern aus. Die können in der Familie genauso genutzt werden wie die Parameter auch im gesamten Projekt. Gemeinsam genutzter Parameter ist ein gemeinsam genutzter Parameter. Da ändert sich absolut nichts dran. Was aber immer und immer wieder gleich ist und worauf man bitte auch immer wieder achten muss, egal ob man in der Familie ist oder im Projekt ist, es gibt immer die Variante zwischen dem Typparameter und dem Exemplarparameter. Und diese Wahl ist ganz einfach notwendig, dass wir diese entsprechend auch nutzen. Es gibt noch eine Besonderheit, die, wenn ich den Exemplarparameter wähle, ich auswählen kann. Ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, ich kann einen Berichtsparameter aus diesem Exemplarparameter machen, der soll zur Benutzung von Formeln und zur Übernahme in Bauteillisten verwendet werden. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mit diesem Berichtsparameter noch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Der funktioniert nicht immer und ich würde an der Stelle es auch nicht unbedingt darauf anlegen, weil man ärgert sich nur, wenn die Familie erstellt ist und diese entsprechenden Parameter doch nicht so funktionieren. Dann gehe ich lieber den etwas komplizierteren Weg, baue die Familie komplett fertig, nutze eventuell gemeinsam genutzte Parameter, wenn es unbedingt Sachen sind, die in eine entsprechende Familie rein müssen, und habe dann aber auch wirklich die Möglichkeiten zu sagen, gut, so jetzt eine saubere Auswertung und bin dann im Prinzip auch mit meiner Familie durch. Ich werde natürlich jetzt in meinem aktuellen Fenster hier nichts tun, denn dazu hätte ich es auf jeden Fall erstmal kopieren müssen. Aber ich glaube, das brauche ich den Anwendern, die hier im Webcast sitzen, nicht sagen.